In zahlreichen Städten und Gemeinden der Oberlausitz findet alljährlich am 30. April die Walpurgisnacht, ein alter, überlieferter Volksbrauch aus dem 18. Jahrhundert, statt. Die Mitglieder des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters inszenieren jedes Jahr in Göder bei Bautzen eine Gerichtsverhandlung, in der die alte Hexe Stara Jebba für alles Schlechte im vergangenen Jahr angeklagt wird und dafür im Feuer büßen muss. Das Alte und Böse soll verbrennen, das Alte und Gute soll sich erneuern wie rostiges Eisen in schmelzendem Feuer, wie Eis und Schnee dem Frühling weiht. Dessen ist der Brauch ein Zeichen. Und wie wir vereint zusammen hier mit unseren kleinen Flammen dieses große Feuer fachen, wollen wir darüber wachen, dass der Schaden, der entstand, werde durch uns abgewandt. Und dass nie vor allen Dingen andere größeres Unheil bringen. Zündet nun das Feuer an, wie die Väter es getan. Denn der neuen Zeit dient auch unser alter Sorgenbrauch. Auf diesen sogenannten Hexenhaufen wird schließlich die Hexe angebracht, welche in der berühmten Walpurgisnacht zur Freude der Kinder und der Erwachsenen angezündet wird. Nun das Feuer an, wie die Väter es getan! Ja! Attacke! So hoch wie es geht reinschmeißen! Früher sollte das reinigende Feuer die Geister des Winters vertreiben und auch in der Gegenwart begrüßt man damit gern den herannahenden Frühling. Die Pflege dieses Brauches entwickelte sich im Laufe der Jahre in vielen Ortschaften zu echten Volksfesten und damit zu einem wichtigen Jahreshöhepunkt für alle kleinen und großen Einwohner und natürlich auch vieler Gäste.